Wie Bewegung ins Archiv kommt, ist nicht nur eine interessante, sondern auch eine sehr umfassende Frage. Wir hatten und haben in Deutschland eine sehr ausgeprägte Bewegungskultur, von Umwelt bis Frieden, von Jugendkulturen bis Queerfeminismus, von der Bürgerrechtsbewegung der DDR bis zur Globalisierungskritik, gab und gibt es ein breites Spektrum an Bewegungen. Zu all diesen Bewegungen stellt sich die Frage, wie ihre kulturelle Überlieferung organisiert wird und ihre Integration in die Geschichtsschreibung gesichert werden kann. Ich greife heute hier eine Bewegung heraus, die Frauenbewegung, und zwar aus den Gründen, einmal weil ich daherkomme und mich da am besten auskenne, zum anderen aber auch, weil die Archive zu Frauenbewegung und Frauengeschichte im Vergleich zu anderen Bewegungen, soweit ich das überblicke, die größte Überlieferungsdichte und die am weitesten entwickelten Zugänge zu den Beständen haben und sich damit als Orientierung dafür anbieten, was wie machbar ist und wohin die Reise gehen könnte. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen, weil ich glaube, dass sich daran einiges verdeutlichen lässt. Seit einiger Zeit ist ein Rollback bezüglich des Rechtes auf Schwangerschaftsabbruch zu beobachten. Ärztinnen werden angezeigt, weil sie auf ihrer Homepage in der Liste der angebotenen Leistungen auch die Beratung zu und die Durchführung von Schwangerschaftsunterbrechungen benennen. Das hat dazu geführt, dass zunehmend mehr Ärztinnen und Ärzte diese Leistung nicht mehr anbieten. Ganze Landstriche in Deutschland sind inzwischen beratungsfrei. Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsituation müssen oft weit reisen, um ihr gesetzlich verankertes Recht auf Beratung und Behandlung in Anspruch nehmen zu können. Dagegen regt sich Protest. Konflikte um das Thema Schwangerschaftsabbruch sind nicht neu. Und der Stoßseufzer, den Sie auf dem Transparent oben links lesen können, macht deutlich, dass auch die Proteste gegen die Paragraphen 218 und 219 nicht zum ersten Mal in der Geschichte stattfinden. Es gab eine erste Protestwelle schon in den 1920er Jahren. 50 Jahre später, in den 70er Jahren, wurden die Aktionen mit der Stern-Kampagne und mit dem Motto »Mein Bauch gehört mir« zu einer der Initialzündungen für einen kräftigen neuen Aufschwung der Frauenbewegung. Und nun also, seit ungefähr 2 Jahren, geht es wieder los. Ich erzähle Ihnen das, weil hier wurde Geschichte geschrieben. Und es stellt sich die Frage, wie und wo wird dieser Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit überliefert? Dass in unserer demokratischen Gesellschaft auch die Aktivitäten politischer und sozialer Bewegungen überlieferungsrelevant sind, und zwar selbst dann, wenn sie sich gegen Pläne des Staates richten, Stichworte aus ganz anderen Bereichen sind etwa Startbahn West, Gorleben oder ganz aktuell der Hambacher Forst, dass all das, was dort geschieht, überlieferungswürdig ist, ist zum Glück inzwischen in Fachkreisen nicht mehr strittig. Wie aber sind die Zuständigkeiten? Wer kümmert sich um Quellen dieser Art und was sind das eigentlich für Quellen? Ich meine damit jetzt nicht, jetzt habe ich die Folie vergessen, so. Ich meine damit nicht die Presseberichte über Aktionen oder Demonstrationen und auch nicht die Akten der Innenbehörden mit den Berichten über Polizeieinsätze oder die Gerichtsakten, die gegebenenfalls bei Verfahren entstehen. All das sind wichtige Puzzlesteine der Überlieferung, aber sie bilden nicht das ab, was mindestens ebenso unverzichtbar ist, die authentischen Quellen aus den Bewegungen. Nämlich die Unterlagen der Initiativen wie Plenumsprotokolle, Korrespondenzen, Handakten und so weiter. All das also, was unweigerlich entsteht, wenn eine Gruppe aktiv wird. Da geht es auch um Flugblätter, Broschüren, Flyer, Plakate, Fotos, Audio- und Videoaufzeichnungen, Buttons, Aufkleber, Demotransparente, all das neben den normalen Akten. Fachlich gesehen handelt es sich also meist um eine Mischung aus Archivgut, grauer Literatur und Objekten, die allesamt die Geschichte dokumentieren und eben aus Sicht der Betroffenen überliefern. Die Frage ist, wo tun sie das? Welche Archive sind dafür zuständig? Bewegungen sind keine Behörden mit Abgabepflichten. Es handelt sich bei ihren Unterlagen nicht um Behördenschriftgut, das von staatlichen und kommunalen Archiven zu bewahren ist.
In den Archivgesetzen entsteht die Sammlung derartiger Unterlagen. Sie merken, auch ich bin jetzt bei der Unterscheidung von Sammlung und Übernehmen. Die Sammlung derartiger Unterlagen steht in den Archivgesetzen in der Regel als Kann-Bestimmung, die erfüllt werden kann, wenn die nötigen Ressourcen dafür vorhanden sind, was oft nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite kommen Initiativen, Gruppen und Vereine aller Erfahrung nach nicht auf die Idee, ihre Unterlagen einem Archiv anzubieten. Sei es, weil ihre Aktivitäten zu staatsfern sind oder weil sie mit ihren eigentlichen Zielen so beschäftigt sind, dass niemand überhaupt an Überlieferung denkt. Diese Unterlagen müssen immer aktiv akquiriert werden. Das ist also ähnlich wie bei den Wirtschaftsarchiven, haben wir eben gehört. Dafür braucht es gute Kontakte zu der jeweiligen Bewegung, behutsam aufgebaute und sorgfältig gepflegte Vertrauensverhältnisse, Zeit, Geduld und einen langen Atem. Es scheint also, dass hier oft eine andere Herangehensweise nötig ist als bei klassischem Archivgut, damit wirklich alles überliefert wird, was nötig ist, um Bewegungsgeschichte nachvollziehen zu können. Um das zu verdeutlichen, komme ich jetzt auf mein Beispiel Schwangerschaftsabbruch zurück. Daran lässt sich exemplarisch zeigen, was sich in Bezug auf die Überlieferung in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Die Auseinandersetzungen um den Paragraph 218 in der Weimarer Republik sind fast ausschließlich aus Polizei- und Gerichtsakten und aus Presseberichten nachvollziehbar. Die Geschichte ist zwar überliefert, aber eben aus der Außensicht der Presse oder aus Sicht der Staatsorgane. Quellen des Widerstandes, der Hintergründe und der Organisation der Proteste finden wir kaum. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn damals gehörte Bewegungsgeschichte nicht zum Sammelauftrag irgendeines Archivs. Für die 1970er Jahre sieht das schon anders aus. Zwar gibt es auch hier keinesfalls eine flächendeckende, umfassende Überlieferung, aber doch schon viele Unterlagen von regionalen Frauengruppen oder einzelnen Aktivistinnen, die belegen, wie Protest und Widerstand organisiert und durchgeführt wurde. Diese Quellen finden wir in den Frauenarchiven, die sich um genau diese Überlieferung gekümmert haben. Und dazu komme ich jetzt im zweiten Teil. Ein ganz kurzer Rückblick, was war eigentlich, war und ist Frauenbewegung in Deutschland. Frauenbewegung hat in Deutschland eine lange Geschichte. Ihre Anfänge reichen zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie erlebte seither zahlreiche Höhen und Tiefen, zwischen großen Erfolgen wie der Zulassung der Frauen zu den Universitäten Anfang des 20. Jahrhunderts, der Erlangung des Wahlrechts 1918, das ja gerade überall gefeiert wird, also die 100. Wiederkehr der Zulassung, und der Verankerung des Gleichheitsgrundsatzes in den Verfassungen von BRD und DDR 1949. Zwischen all diesen Erfolgen lagen immer wieder lange Phasen in den Mühen der Ebene, ohne öffentliche Wahrnehmung. Im Gefolge von 1968 gab es einen neuen Aufschwung. Im Gegensatz zur alten Frauenbewegung wird seither von der neuen gesprochen. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Frauenorganisationen die Einrichtung von Archiven und Bibliotheken thematisiert, aber nur ansatzweise in einigen ganz wenigen Organisationen auch umgesetzt. Die neue Frauenbewegung kümmerte sich von Anfang an deutlich mehr um ihre eigene Überlieferung. Dazu trug auch nicht unerheblich die Erfahrung bei, dass bei Recherchen in staatlichen Archiven nur extrem wenige Quellen zu finden waren. Hier wurde die Geschichte der Frauenbewegung ganz offensichtlich nicht überliefert. In diesen tatkräftigen Zeiten Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre war es völlig selbstverständlich, dass wir daraus umgehend den Schluss zogen, wenn wir es nicht selber tun, tut es niemand, also tun wir es. So entstanden in der BRD seit den 70er Jahren, in der DDR dann seit Ende der 80er Jahre, nach und nach feministische Archive, die sich seither mit der Archivierung der Frauenbewegung befassen. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, dass ich Ihnen die alle einzeln vorstellen kann, deswegen habe ich mal so ein Potpourri zusammengestellt, dass ein optischer Eindruck der Vielfalt zumindest mal entsteht. Diese Archive sind durchaus unterschiedlich. Neben regional ausgerichteten und themenspezifischen gibt es übergreifend Sammelnde, das sind neben dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, aus dem ich komme, das feministische Archiv FF Bitz und das Spinnboden-Lesben-Archiv, beide hier in Berlin.
Während im Archiv der Deutschen Frauenbewegung der Sammelschwerpunkt auf der alten Frauenbewegung vom 19. Jahrhundert bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts reicht, konzentriert sich das FFBITS auf die neue Frauenbewegung und das Spinnboden-Lesben-Archiv, wie der Name schon sagt, auf die gesamte lesbische Geschichte. Regional ausgerichtete Frauenarchive gibt es, auch hier kann ich nur eine kurze Aufzählung machen, in Baden-Württemberg, Bochum, Bremen, Dresden, Hamburg, Köln und im Saarland. Mit spezielleren Themen befassen sich zum Beispiel das Archiv Frau und Musik in Frankfurt am Main, das Archiv von Terre de Femme in Berlin oder das Madonna-Archiv zur Hurenbewegung in Bochum. All diesen Archiven ist gemeinsam, dass sie privatrechtlich organisiert sind, in der Regel als Verein, vereinzelt als Stiftung. Ihre Größe ist durchaus unterschiedlich, ebenso wie die Finanzierung und davon abhängend der Grad der Professionalisierung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die größeren und umfassenderen Archive auch über eine etwas zuverlässigere, wenngleich so gut wie nie ausreichende Finanzierung verfügen. Viele allerdings können sich ausschließlich über Projektmittel finanzieren. Die Zuständigkeit für die Überlieferung haben die Frauenarchive also für sich selbst reklamiert, wie das im Übrigen auch die Archive aller anderen Bewegungen getan haben. Auf den Anspruch, die eigene Geschichte zu bewahren, folgte unmittelbar der Wunsch, sie auch zugänglich zu machen. Ich komme also jetzt zu der Frage, wie ist virtuell oder gar leibhaftig der Zugriff auf Quellen zur Frauenbewegung und Frauengeschichte möglich? Es gibt nicht nur viele Frauenarchive, sie sind auch gut vernetzt. Bereits seit Anfang der 1980er Jahre gibt es jährliche Treffen. Seit 1994 sind die Frauen- und Lesbenarchive Bibliotheken und Dokumentationsstellen aus dem deutschsprachigen Raum. Deutschsprachiger Raum heißt Deutschland, Österreich, Italien, dort speziell Südtirol, Luxemburg und die Schweiz, in einem Dachverband zusammengeschlossen. Der IDA-Dachverband, IDA steht für Informieren, Dokumentieren, Archivieren. Dieser Dachverband dient nicht nur dem regelmäßigen fachlichen Austausch, der Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung, sondern wird seit geraumer Zeit auch genutzt für die Schaffung gemeinsamer Zugänge zu den Beständen. Seit mehr als 10 Jahren wird die Eingabe der Zeitschriften in die Zeitschriftendatenbank gemeinsam organisiert. Dort konnten im Laufe der Zeit über 2000 Zeitschriftentitel ergänzt werden, die dort vorher unbekannt waren. Also kleine regionale Frauenzeitschriften, die bisher nicht aufgetaucht waren, auch in der Deutschen Nationalbibliothek nicht. Nach langen Jahren unermüdlicher Bemühungen konnte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als Förderinstitution für 2 Projekte gewonnen werden. Das ist zum einen der Metakatalog, der entwickelt wurde und seit 2015 im Internet die Recherche in allen Beständen der 41, also in den Beständen aller 41 Mitgliedsorganisationen von IDA ermöglicht, sowohl im Archiv wie auch im Bibliotheksgut. Darauf aufbauend und ergänzend dazu ist ein digitales deutsches Frauenarchiv, DDF, im Entstehen, das vor kurzem am 13. September online gegangen ist. Hinter dem DDF verbirgt sich zum einen die Anreicherung der Metadatenbank mit Digitalisaten, die dort in die bibliografischen Nachweise eingebunden wurden. Digitalisiert wurden und werden weiterhin die verschiedenen Dokumentarten aus Archiven und Bibliotheken, also sowohl Bücher und Zeitschriften als aber auch Akten, Autographen, Fotos, Plakate, Flugblätter und so weiter. Und da kann ich jetzt nur Frau Rusch zustimmen. Das war nur möglich und sinnvoll, das zu tun, weil über diese Finanzierung nicht nur die Digitalisierung, sondern auch die Erschließung und die Infrastruktur und die Rechteklärung finanziert wurden. Sonst wäre das nicht möglich gewesen, weil das können kleine Archive nicht selber leisten. Das DDF ist andererseits aber auch ein Portal zur Frauenbewegungsgeschichte, also auch hier ein Portal, das zum einen thematische Zugänge anbietet zu diesen Themenbereichen bisher, das Netzwerke und Bezüge der Akteurinnen sichtbar macht. Da man den unteren Teil nicht sehen kann, mache ich den jetzt nochmal größer.
Das ist ein Beispiel, Helene Lange war eine der Protagonistinnen der alten Frauenbewegung und man kann halt da jetzt sehen, wen kannte sie, wo war sie, in welchen Vereinen war sie aktiv, was gab es für Kontakte und natürlich kann man sich das dann interaktiv auch alles anklicken. Und es gibt natürlich auch noch News und einen Blog, wie das da immer dazugehört. Beides, die Angebote des Portals und die Anreicherung der Metadatenbank mit Digitalisaten, wird laufend ergänzt und weiterentwickelt. Die Einspeisung der Daten auch in die Deutsche Digitale Bibliothek und ins Archivportal D ist vorgesehen und steht jetzt an. Es sollen also möglichst viele Zugänge über verschiedene Wege geschaffen werden. Zumindest bis Ende 2019 ist die Finanzierung dieses ambitionierten Projektes gesichert. Aber natürlich wird die Verstetigung angestrebt, denn es macht wenig Sinn, so etwas nach wenigen Jahren wieder abzubrechen. Ich möchte abschließend den Titel unseres Panels aufgreifen: Gemeinsame Verantwortung, geteilte Zuständigkeit. Dabei ist ja letztlich die Frage, wie gelingt es uns, von verschiedenen Stellen aus bei der Überlieferung etwas sich Ergänzendes, Ineinandergreifendes zu schaffen, das auch funktioniert? Ich habe lange überlegt, wie sich das auf einer Folie visualisieren lässt und bin schließlich bei diesem Objekt gelandet. Die Skulptur Heureka von Jean Tinguely sieht eher chaotisch und nicht sehr strukturiert aus. Sie ist aber keineswegs ein starres Gebilde. Sie steht in Zürich und wird seit 1967 dreimal täglich für mehrere Minuten erfolgreich ans Laufen gebracht, also in Bewegung gebracht. Und das ist doch schon beachtlich. Der Vergleich hinkt natürlich, wie jeder Vergleich. Aber auch bei uns geht es ja darum, dass die Räder und Rädchen ineinander greifen und dass das ganze Gebilde ohne zu knirschen, zu quietschen und zu haken möglichst rund läuft. Nun sind wir mit all unseren Bemühungen sicher noch längst nicht so weit, dass wir Heureka rufen können. Also es ist gelungen. Sie wissen, das war der Ausruf von Archimedes, nachdem das später nach ihm benannte archimedische Prinzip, nachdem er das entdeckt hatte. Solche bahnbrechenden Erkenntnisse oder gar praktischen Lösungen haben wir noch nicht. Aber insgesamt sehe ich uns doch auf einem guten Weg. Durch die an vielen Orten entstandenen Frauenarchive ist die Überlieferungssituation heute sehr viel besser als früher. Ähnliches gilt auch für alle anderen neuen sozialen Bewegungen. Auch dort gibt es eine ganze Reihe von freien Archiven, in denen einzigartige Quellen bewahrt werden. Aber nicht nur das. Auch in vielen Archiven der öffentlichen Hand, in Staats- und Kommunalarchiven, aber auch in den Archiven der politischen Parteien oder in Universitätsarchiven, hat sich die Einstellung geändert. Es gibt eine sehr viel größere Aufgeschlossenheit gegenüber Bewegungsgeschichte und auch eine zunehmende Wertschätzung der anfangs doch etwas kritisch beäugten freien Archive. Es wird miteinander gesprochen, Zuständigkeiten und Zugriffsmöglichkeiten werden diskutiert. Es kommen also nicht nur die Bewegungen in die Archive, es ist auch Bewegung in die Archivlandschaft gekommen. Erste Ansätze zur Überlieferung im Verbund sind zu beobachten, die meines Erachtens unbedingt ausgebaut werden sollten. Ein kleines Beispiel dafür sind Herr Hollmann und ich, beziehungsweise das Bundesarchiv und das Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Wir sind gerade dabei, die Unterlagen einiger Frauenverbände, deren Vorstände selbst nicht mehr wussten, wann wer welche Unterlagen in welches Archiv gegeben hatte, so zu sortieren, dass eine sinnvolle Überlieferungsbildung und unkomplizierte Nutzungsmöglichkeiten dabei herauskommen. Solche Ansätze gibt es inzwischen häufiger. Es wird zunehmend, wie ich gesagt habe, miteinander geredet und gemeinsam organisiert. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass zur konsequenten Umsetzung dessen, was unter dem Schlagwort Überlieferung im Verbund, und sei es analog oder digital, das trifft für beides zu, dass zu dem, was dort zu Recht gefordert wird, neben dem guten Willen aller Beteiligten, auch ausreichende und zuverlässige Finanzierung nötig ist. Und daran hapert es bei freien Archiven leider noch gewaltig. Vielen Dank.